Du willst Dateien zum Download anbieten auf deiner WordPress-Website, aber das sind nicht Standardbilder oder so und du kriegst eine Fehlermeldung, wenn du sie versuchst hochzuladen in dein WordPress. Wie kann man das ändern? Wie kann man andere Dateien hochladen als bekannte Bilder? So sieht es aus in deiner Mediathek, wenn du jetzt Dateien hochladen willst, um sie dann zu verlinken in deinem Blogartikel zum Beispiel, gehst du hier Datei auswählen und ich will zum Beispiel ein Blueprint im JSON-Format zum Download anbieten. Da kommt diese Fehlermeldung. Du bist leider nicht berechtigt, diesen Dateityp hochzuladen. Kleine Info zum Verständnis. Gewisse Dateitypen können halt einfach auch wirklich ein bisschen gefährlich sein. Also pass auf, was du hier jetzt zulässt, wenn du jetzt was änderst. Aufpassen. Aber ein JSON ist in der Regel nicht in sich gefährlich. Aber WordPress lässt halt wirklich nur eine kleine Bandbreite von Dateitypen zu. Immer vorsichtig mit solchen Dingen, nicht alles zulassen. Aber eine Lösung ist, die einfachste Lösung wäre, du gehst über deinen Hosting-Anbieter, lädst die Dateien in ein Verzeichnis hoch über FTP, SFTP, direkt über deinen Hoster, brauchst gar nicht WordPress dafür, das wäre eine Möglichkeit. Wenn du es wirklich in WordPress tun willst, dann hier Plugins, neues Plugin hinzufügen und WP Forms File Types suchen. Und hier File Upload Types bei WP Forms jetzt installieren und aktivieren. Dann hast du hier unter Einstellungen File Upload Types. Da hast du eine ganze Liste. In meinem Fall jetzt, wenn ich JSON hochladen will, .json, JavaScript Object Notation, anklicken. Okay, aufpassen, dass ich nichts Falsches anklicke. Ungefährliche Files. Dann gehe ich wieder zu Medien, neue Mediendatei hochladen. Versuche jetzt wieder, mein JSON hochzuladen. Und, pang, es ist hochgeladen. Ich kann die URL kopieren und das jetzt irgendwo in einem Blogartikel verlinken und Leute können das herunterladen. How cool is that? Wenn du andere Fragen hast zu WordPress oder überhaupt zu Online-Sichtbarkeit, dann stell sie unten in den Kommentaren. Hast du diesen Kanal abonniert schon? Check das mal, gib mir ein Like und schau die Videos, die jetzt eingeblendet werden. See you soon, bye bye.